Hallo ihr Lieben und seid ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Itemvergleich. Und natürlich bin ich nicht alleine, sondern mit meinem Bruder Povrot, der hier oben mit Chogat ein bisschen rumdanzt. Was geht? Yeah, Buddy! Also ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Item-Battle. Heute werden AP-Items verglichen, die sehr, sehr ähnlich sind. Beide baut man gerne sogar als erstes auf einem APler, allerdings ist das eine gängigere. Das ist das, was die Gegner bauen. Wir vergleichen nämlich Morellonomicon. Hier habe ich's. Zack, also dieses Item, was man sich eben gerne am Anfang kauft und was auch viel Mana-Regeneration bringt, gegen den Athens Unholy Grail, also gegen den Gral, der ebenfalls Mana-Regeneration bringt, aber auch ein bisschen Magieresistenz. Und das ist das Item, das wir bauen. Oh yeah. Ich bin gerade voll Brain AFK. Das ist mein erstes Spiel des Tages und ich konzentriere mich aufs CSen. aber ansonsten, Powerwood hat es schon erzählt. Unholy Grail sieht man fast gar nicht. Das ist vielleicht, also es ist ja relativ gängig, dass man ein Ablenkzeitverringerungs-Item, also einen Gegenstand, baut. Das wurde Anfangs Season 6 ersetzt durch das blaue Support-Item. Das wurde jetzt aber wiederum genervt und jetzt fangen die Leute wieder an, ein anderes Ablenkzeitverringerungs-Item zu suchen. Das ist halt aber meistens wirklich immer Morellos. Und ich frage mich, warum? Liegt es daran, dass der Kelch so viel teurer ist? Oder liegt es einfach nur an den 20 erhöhten AP? Das ist alles das, was wir jetzt herausfinden wollen. Und wir dachten uns, weil der Kelch einfach seltener ist, gehen wir auf die Seite des Kelches. So quasi auf die No-Name-Seite. Ach du Heilige. Was passiert? Die Lulu nimmt mir Maß, Alter. Ja, ich muss auf jeden Fall vorsichtig spielen. Ja, aber Mike hat es gerade gesagt, es gibt halt das eine Item, das Morellonomicon, das viel, viel gängiger ist. Und wir wollen hier jetzt einfach testen, warum ist das so? Wir haben uns deshalb für das, sag ich mal, No-Name oder das nicht so gängige Item entschieden. Tatsächlich wollte ich Morellonomicon nehmen, spontan, aber Mike hat gesagt, komm, lass mal das vergleichen, das eben nicht so häufig gebaut wird oder beziehungsweise halt das auf unsere Seite nehmen. Und ich finde das auch gut. So kann ich, also für mich ist es immer auch ein Lernprozess auf jeden Fall in diesen Videos. Also Mike ist da sehr, sehr bewandert immer. Bei mir ist es so, ich gucke immer gerne selber, auf was den kann weißen ich Wanderer, Gandalf. Ja, ganz genau, auf den wollte ich hinaus. Und deshalb ist es für mich also wirklich immer auch zu schauen, hey, welche Items gefallen mir auch wirklich gut. So habe ich zum Beispiel im letzten Item-Battle das Blood, ne, wie heißt es? Das Dark Blade. Duskblade of Drugtar, genau so heißt es. Das habe ich dann auch für mich so ein bisschen lieben gelernt und ich mag es halt total gerne auf vielen Champions. Und ich probiere das dann auch halt super gerne aus. Und ja, die Lulu nimmt mich tatsächlich weiter Maß. Viele fragen, warum teleportiere ich mich jetzt an den Tower? Ich will einfach nicht direkt in Lulus Gesicht stehen, sodass sie sofort wieder eine Salve auf mich abfeuern kann. Also ein bisschen sicherer von hinten erstmal rankommen. Das passt ja auch noch vom CS so, gerade so. Ich teleportiere mich auch. Ari, no F, no Ignite. So, ich habe Teleport, sie hat keine Sound. Nice, sie kann nicht flashen. Okay. Hat sie aber so rüber geflasht. Also der Silence hat auf jeden Fall ein kurzes Zeitfenster gegeben. Das hat Gragas ausgenutzt. Sie spielt richtig aggressiv hier, ne? Die Ari? Ja, ja. Aber gut, oder? Oder eher also, es wird brenzlig, ne? Wenn ich meine Skillshots jetzt weniger treffen würde, würde sich schon gut bei rumkommen, aber ja, weil manchmal heißt ja aggressiv auch, dass es, naja, dass man sich auch schnell in eine nicht so schöne Position genau begibt. Aber das macht sie gut, ja. Wir können es an den CS-Zahlen eigentlich mal gleich kontrollieren. Also eine Sache sehen wir hier auf jeden Fall schon mal, wenn wir uns mal hier die Anfangs-Items von allen angucken. Wir konnten natürlich nicht mit den klassischen Dorans-Items starten. Ja, genau. Wodurch es sich auch schon wieder ein bisschen anders verhält. So, wer hat jetzt wie viel Mana-Regeneration, wie viele Tränke nimmt jeder mit? Also da muss man ein bisschen anders kalkulieren. Ich habe mir das von Mike abgeschaut, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Drei Fairy Charms. Yeah. Ja, Mike hat es genommen. Ich denke mir so, könnte passen. Dann habe ich auch zwei Tränke, das ist okay. Von daher wollte ich es dann halt auch genauso machen. Und später, wenn wir eben den Kelch bauen, müssen wir ja auch viele von diesen Items bauen. Beziehungsweise auch viele von den, wie heißen sie? Fairy Charms, genau. Von den Fairy Charms auch mit dabei haben. Und das passt schon. Da hat man schon mal ein bisschen vorgesorgt, kann man sagen. Ah ja, Chogi macht schon seinen Damage. Also Late Game. Oh. Nein!
Oh, meine Ulti. Ich habe sie geschossen. Leider habe ich keinen meiner Ulti-Stacks getroffen. Ari, nope. Aber es ist von der Lane gepokt. Und von daher kann ich das erfahren. Bisher ist es noch relativ gleich. Beide Seiten bauen Morellos. Beide Seiten bauen den Phoenix Codex. Mhm. Ja, ich gucke mir das gleich mal im Shop ganz genau an. Ich muss jetzt eh zurück. Wir ein bisschen Monetas bekommen. Bin auch froh, dass ich das Teleport hatte. So, was baue ich jetzt? Dafür habe ich nicht genug Geld. Dafür erstmal das. Schuhe sind nicht erlaubt. Dann laufe ich einfach direkt wieder los. Oh, komm. Noch ein bisschen Mana Regeneration. Man kann nie genug haben. So, ich vergleiche jetzt ganz kurz mal die Gegenstände im Shop. Hier haben wir Unholy Grail. Und hier haben wir Morellos. Also beide bauen den Phoenix Codex. Beide bauen dazu ein extra kleines Buch. Das ist gleich der Unterschied, liegt daran, dass man einmal hier im Morellos die Mana-Regeneration mit Forbidden Idol hat. Und beim Kelch haben wir den Chalice. Und der kostet halt ein bisschen mehr. Also da setzen sich schon mal die Kosten ein bisschen zusammen. So, jetzt werde ich gerade richtig eklig. So. Ich gehe jetzt auch erstmal zurück, habe jetzt auch meinen Finish Codex, also das erste, wovon man hier auf jeden Fall profitiert. Und was beide Teams auf jeden Fall mitnehmen, ist 10% Cooldown Reduction. Und gerade auf Mages, die natürlich ihre Fähigkeiten auch spammen wollen, ist Cooldown Reduction und Mana Regeneration eigentlich die coolste Kombination, oder? Also besser geht es eigentlich nicht. Das heißt, sie können ihre Fähigkeiten. Das ist meistens halt auch immer das erste Item, was gerusht wird. Ja, seid dann halt nicht so schnell Und außerdem bekommt ihr einen AP-Boost. Sowieso, also das Item bringt auch nicht wenig AP. Das heißt, ihr habt auch mehr Schaden. Also die beste Kombination. Wie Powered, falsches Item. Oh, lol. Schon der erste. Ach, Richtung Morello. No. Lol. Ich gehe zurück. Da bin ich mal so fair. Dann gehe ich zurück und kann mein Geld sofort in den Sand setzen. Ach, ich hab. Achso, ich dachte schon, ich habe alles falsch gekauft. Nee. Okay, so viel zu meinen Erklärungen. So, jetzt nicht hierhin, sondern hierhin. Lol, und ich kann es mir jetzt wirklich nicht leisten. Jetzt bin ich wieder da, wo ich gerade war. Oh man, das finde ich ja richtig funny, dass du dich verkauft hast. Ja, aber jetzt direkt verkauft. Wir bleiben fair. Das wird schon passen. Lulu jetzt, ja, ein bisschen mehr CS auf jeden Fall. Ich komme jetzt relativ spät in die Lane. Aber das passt. Das Gute ist, ich habe jetzt einen Finish Codex und ich habe einen Fairy Charm mehr. Statt... Ich versuche das mal positiv zu sehen, ganz nach dem Motto Stay Positive. So. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was? Das ist so, obwohl man jetzt drei Fairy Charms hat, dass es von der Mana-Regeneration eigentlich knapper bemessen ist, weil schon wieder dieser Dorans fehlt. Mhm. Womit du ein bisschen Mana back kriegst. Das einzig coole ist, dass ich bei Cho'Gath auch die Passive noch mitnehme. Ah, stimmt, das müsste ein bisschen besser. Also die Ari, die treffe ich gerade relativ, die kommt von hinten. Eieiei. Ja. Nice, Lulu, keine Ulti mehr. Hier, Tomek oben. Achso, du bist... Nee, kann ich nicht. Tot. Ich bin tot. Bin in Bedrängnis. Nein, ich bin nicht tot. Oh, noch verlangsamt, ich lebe. Tages ist gestorben. Ach, wegen Lulu oder was? Nee, Lulu nicht. Da muss. Ari hat ihn noch bekommen. Die Ari hat's gemacht. Schade, Schokolade. Das war auf jeden Fall knapp. Das war spannend, aber mich kriegt ihr so leicht nicht. Mich. So. Na, schade, dass ich das Item verkaufen musste, aber trotzdem, es funktioniert immer noch. Cho'Gath ist einfach in der Lane sowieso ein Biest mit seinem Silence auch. Den ich. Oh, Elise hier! Aber da bin ich schon tausendmal gedodged. Ich werde ja auch wieder dodgen. Nein, diesmal nicht! Sind die oben schwach? Ich könnte die. Ich wollte den eigentlich. Ja, vielleicht kannst du kommen. Ich kann eine Fähigkeit einsetzen. Ich will die Elise haben. Warum läuft sie runter? Sie läuft so krass. Jetzt kommt sie zu mir. Kriegst du was? Komm schon! Yes, 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 der Silence, wie ihr gereicht hat. Zu. Nice. Okay, komm! Yes! Nee, wie nee? Hä? Sie hat den Knockout nicht kassiert?
Shit. Execute! Oh. Ja, Bombe hinter dir! Hinter dir! Oh, holy, ich bin tot. Dann nimm die Minions, kill die Minions. Genau, die Minions schießen schon mal. Komm schon! Oh. Okay. Nevermind, so hast du noch die Ulti rausbekommen. Passt. Gut, jetzt kann ich aber auch ein bisschen schöner shoppen hier. Jetzt habe ich keine Mana-Probleme mehr. Guck dir meine Items an. Ich gucke. Nice. Fairy Charms. Irgendwo, kann man irgendwo gucken, wie viel Mana-Regeneration ich habe? 25% Base Mana-Rack. Magic Penetration. So, wie viel hast du, wenn du auf deine Mana-Leiste klickst? Da habe ich 6,8. 4,9. Okay. Das ist die, wohl die Mana-Regeneration. Ist schon mal nicht übel. So, Arino Ult. Sekiert mein Pinkbot frech. Hui. Ach, Lulu da unten. TP eingesetzt. Mhm. Oh no, er ist erst up. Ja, hey, hey, TP. Kann nichts machen. Einzige, was oh nö! Oh nö! Soll ich in deine Richtung laufen oder was? Ja! Oh, da nice, sie hat die Repair verkackt! Kommt sie noch? Die kommt hier noch rein, pass auf! Warte, ich bleib mal so, als ob ich. Wollen wir sie killen? Ich komme aber von oben. Boom. Ganz starkes Kino, ganz starkes Kino. Ach komm, oh nice. Ganz großes Kino. Und vor allem ihr Kommentar dazu, den finde ich auch ganz geil. Und, bumm. Ach was. Schade, ich wollte es predicten. Ne? Komm, jetzt. Ah, den letzten Sprung hat sie sich schön aufgehoben. Junge. Easy! Wait, what? Hey, ich hab kein. Was? Du hast sie mit dem wenig getroffen! Was? Deswegen war ich ja so verwirrt! Ey, das war aber übelst nah dran, wie ich stand, oder nicht? Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Die Frage kann man sich auch leicht selbst beantworten, eigentlich. Oh yes. 4-1, jetzt dreht sich der Spieß um. So, jetzt man muss natürlich sagen. Wenn man das nochmal vergleicht, die Gegner haben ein bisschen mehr Fähigkeitscheck, wir haben mehr Magieresistenz. Das heißt, dadurch, dass die jetzt alle APler haben, haben wir vielleicht einen kleinen Vorteil. Warte, was baut man denn jetzt am besten? Am besten eigentlich Morellus. Ah komm, das war schon gut, wie ich es gebaut habe. Dafür ja, müssen wir halt auch mehr Geld investieren. So. Ja. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, 2700 kostet ein Chalice und Morellus kostet 2400, oder? Ich kann das jetzt nicht sehen, weil wir schon die Komponenten dafür haben. Ich glaube, 300 mehr kostet. Oh, Vorsicht, Gragas, du willst doch nicht noch einen Kill vergeben. Dein Ernst? Dein Ernst? Meine Weh hätte nur noch durchgehen müssen und sie hat mich perfekt verwandelt. Hat sie gut gemacht. Good job, Lulu. Nein! Alle drei so low! Oh, Elise geht einfach nach oben, Morgana gibt sich ein Black Shield, Ari springt weg. Schwierig, ich wollte da mein Triple Kill haben. Hätte vielleicht mein Ulti aus einer sicheren Position machen sollen. Wer ist denn das? Das ist der Jungle. Ach, der Supporter ist da. Ich habe aber mein Dingens, mein Teleport. Das heißt, ich bin halt direkt wieder da. Oh, hoffentlich werde ich nicht Insta gecharmt. Lulu SS.
PDA Remove Bottom. Ups. Yes! Diesmal hat's geklappt. Man muss nur früh genug schießen, deswegen war ich die ganze Zeit ruhig. Wollte mich konzentrieren, ein bisschen sneaky schießen. Geh rein, Alistair. Ich komme von hinten, jetzt kannst du reingehen. Okay, ist da nicht noch ein Kerl? Yep. Oh, die kriegen nicht mal einen Assist. Da wollte der Asi nach vorne rauschen, hat es aber nicht geschafft. 6-2. Insgesamt finde ich die Items relativ ausgeglichen. Das eine ist halt ein bisschen defensiver belastet, das andere ist ein bisschen offensiver. Das wäre vielleicht so der Hauptunterschied. Ja, aber ich finde tatsächlich jetzt auch nicht, dass man wirklich einen Unterschied merkt, auch vom Gefühl her zum Morello Nomicon, das man ja dann häufiger spielt. Also, es scheint gerade echt eigentlich relativ gebalanced zu sein. Es wird wahrscheinlich echt nur so eine Nuance sein, dass man einfach sagt, okay, man entscheidet sich im Zweifelsfall fürs Morello Nomicon. Ja, ich glaube, das macht man davon abhängig, wie viel APler die Gegner haben. Wenn die zum Beispiel schon 2 oder 3 APler haben, gerade jetzt, wo Corki gern gespielt wird, Elise, viele, die ein bisschen AP drin haben, Kog'Maw hat auch AP. Und wenn das dann irgendwie überhand nimmt, dass man dann lieber Unholy Grail nimmt, weil okay. Eben wegen der Magieresistenz. Stimmt, dann könnte man es auch bauen, ja. Es kann sein, dass Elise top kommt, deswegen move ich gerade hier so à la Counter-Gank. Aber ich weiß nicht, ob Lulu irgendwo gewordet hat. Ich glaube nicht. Aber sie hat jetzt gerade, also sie hat auf jeden Fall keine Ulti mehr. Lauf mal ein bisschen zurück, ich kann so weit, kann ich noch nicht schießen. Nein, sie hat, nice! Und krieg ich den noch raus? Ah, schade, Alter, meine Q hat nicht mehr getroffen. Oh! Charmilissimo. Ich hab Red Buff. Oh yeah! Der war nice, Bro. Die Morgana kommt. So, Lulu hat nicht mehr mit mir gerechnet. Jetzt müssen wir einfach drauf, ich bin eh tot. Junge, noch einer? Kriegen wir noch nichts mehr? Völlig nice. Push! 5-Top-Push. Nice, aber ich habe wieder ein paar Kills bekommen. Das ist mein zweiter Kelch. Lohnt es sich eigentlich noch, den Kelch auszubauen? Alter. Die Resistenz nicht wirklich. Phoenix Scordex, 40%. Jetzt kann ich erstmal meine Bücher holen. Ich habe auf jeden Fall ein Pinkboard und das. Teleport ist leider noch nicht ready. Wer ist denn bei denen die gefährlichste Person? Ari, Lulu. Oh, Lulu hat 130 CS. Das ist heftig. Hat sie echt gut gefarmt. Aber Ari hat jetzt 5-3. Der hat zwar gar nicht CS, die Ari sehe ich gerade, aber das ist halt eine Ari, die kriegt irgendwie schon ihre Kills. Unser Brand geht auch noch gut ab. Alistair, kein Tod bis jetzt. Die unsterbliche Kuh. No way. Wie viel AP hast du? Ich habe 191. Ich habe erst 116. Bin ja noch ziemlich behind eigentlich von den Items. Thank you. Jetzt habe ich 218. Jetzt würde ich eigentlich gerne mal Kills machen. Auf jeden Fall werde ich mit diesem Bild keine Mana-Probleme haben. Was eigentlich auf dem Xerath doch ganz nice ist. Poke forever! Forever and never, you frame my heart and I love you. Diese alten guten Klassiker. Oh, Mike schon wieder am Rambazamba machen, wie man so eine.
Kragas, help! Lulu kommt runter, in die Mitte zumindest jetzt. Nice, Botlane regelt. Der arme Kragas, der kommt irgendwie gerade nicht richtig an Stissel. An Stissel, oh je. Yeah. Oh, Morgana-Schild und Lulu-Schild, die haben schon ein paar Schilde. Und das, das Schild von Lulu ist mega fett, Alter, wie skaliert denn das überhaupt? Ich war da schon öfters überrascht, wie sie meinen kompletten Feral Scream einfach mit dem Schild geblockt hat. Ja, du kriegst jetzt, glaube ich, auch den Tower, ne? Ja, den Tower habe ich. Und jetzt oh shit, oh shit, oh shit, oh shit! Jetzt würde ich auch so... Ja, sie dachte, das ist so ein richtig schöner Irrtum. Das Black Shield, das blockt keinen physischen Damage. Das sah so aus, als ob ihre Lebensbalken noch explodieren. Ah, komm, Elise, hier rein. Please, komm hier rein, ja. Nein, sie weiß. Hinter dir ist Lulu, ich komme. Lauf einfach nach hinten rum. Triffst einen Q. Boom! Dezimiert! Nice. Puh, alles einmal richtig abgefeuert, ey. Mein erster Kill. Papi kommt zurück. Kommunikation ist alles. Ja, ich wollte eigentlich die Elise treffen, aber dadurch, dass ich keine Vision hatte, war es mir einfach dann doch zu riskant. Aber wie frech, Alter. Sie da rumgetanzt hat, rumgesungen. LOL! Morgana einfach wegbürsten, bevor ihre Ulti proggt. Aber man sieht es auch schön am Score, also 20 zu 15, das ist wirklich total. Die Gegner haben ein paar Morel Nomicons, wir haben ein paar Grele und von daher, die Mehrzahl von Gral ist Grele, ja, ne? Die heiligen Grele. Ja, irgendwie schon, ne? Ja, auf jeden Fall sieht man aber auch am Score, es ist ziemlich ausgeglichen und von daher, ja, so wie Mike gesagt hat, also das fand ich eigentlich das schönste Summary jetzt gerade, dass man einfach sagt, okay, haben die Gegner sehr, sehr viel AP, dann baue ich einfach den Kelch und ansonsten geht man mit der Cooldown Reduction. Du kannst jetzt rein, du kannst rein, sind alle da. Na, was ist da los? Zwei, eins, noch ein Q oder so? Ah, die Range ist not enough. Holy! Wieso? LOL, sie hat gedacht, sie wäre sowieso schon tot. Auch nicht. Okay, aber die sind low. Ich bin auf dem Weg. Jetzt muss ja nur noch jemand abschauen. Komm, hier, Nick. Nee, das reicht alles nicht. Oh, die wollten mich so hart und auf einmal fangen die Leute an zu fahren. Ich hab alles gegeben. Oh mein Gott! Nein. So, ich habe aber Teleport. Ich kann gleich irgendwo hin. Ach so, sie hat einen Hyping. Ding. Hat man aber eigentlich die ganze Zeit gar nicht gemerkt. Nee, hat man gar nicht gemerkt. Die spielt eigentlich nicht so, als ob sie einen Hyping hätte. Es ist aber auch nur Morgana, du musst nur queuen. Na, Alistair? Weil er ist noch voll, der hat noch alles, ne? Oh, please, ich habe jetzt auch alles dadurch. Hat der auch einen Hyping oder was? Das sah nach einem Hyping aus. Lauf! Lauf zu Minions! Komm! Hup. Jawoll! Einfach nochmal der verfressenen Cho'Gath hat nochmal das Maul aufgerissen. Das ist nice, damit hat sie sicher nicht gerechnet. Ist leider mit Tower weg. Jetzt sind da meine Stats auch so in Ordnung, kann man sagen. Jetzt dachte ich mir, dass die Mitte holen. Traurigerweise. Die Lulu ist gefährlich. Habe ich jetzt zu spät bekommen. 40%. Ja, die Lulu ist wirklich gefährlich. Ich frage mich wirklich, wie hart das Schild skaliert von ihr. Das finde ich total strong. Und das Schild macht sie gleichzeitig schneller? Ist das so? Nee. Das ist die andere Fähigkeit. Oh, die machen den Drake. Fuck, das ist der erste Drake. Komm, Brand. Ich... Jetzt... Oh, guter Versuch. Mhm. Und ich hätte jetzt TP. Die Drakes sind wichtig. Das Game ist noch lange nicht gewonnen, sehe ich gerade.
Die haben irgendwie die Range CC. Die haben Ari Charm, Cocoon und Binding von Morgana. Das haben wir alles nicht. Oh, komm. Gregalunio, du hast doch noch volle Leben gehabt. Ich bin da, hä? Ach, scheiße, die sind aber auch ein bisschen. Komm, ich will die fressen! No! Das war so close! Alter Verwalter, ey, was ist das für CC, denn die da auch rausknallen? Oh. Ah, schade, schade, schade. Für viele. Ja. Müssen groupen. Ellie muss tanken. Das stimmt, wir müssen jetzt echt ein bisschen zusammenspielen. Das, guck mal, die haben gerade die gefährliche Range, sagte der Xerath, aber die haben Ahri Charm, Morgana Binding, Elise Cocoon. Mhm. So, das davon stimmt. Sind Xerath Brand und auch einen Cho'Gath, der jetzt kein Dash hat, leicht zu treffen eigentlich. Ja. Deswegen vorsichtig. So, ich habe schon 4 Kelche. Das ist sick, ey. So, 300 AP, das ist genug. Einfach zusammen durch die Mitte zur Tette zum Sack, zack, zack. Yep. Mit dieser, wow. Mit dieser Weisheit. LOL. Boah, das war knapp, Alter. Gutes Binding von Morgana. Ohne Witz. LOL, Alistair hat einfach nach vorne geflasht. Hast du TP für Top? Nee. War das ein Nee? Das war ein Nein. Okay. Das Binding von Morgana geht aber hoch. Arino Ult. Die sind bei unserem Blue Buff. Mhm. Oh, wie herrlich eigentlich. Da können doch jetzt alle rein, oder? Ich wurde von Asia gesaunt ein bisschen. Ich habe jetzt provisorisch mal geflasht. Good job. Jetzt sollten wir mal pushen irgendwas. Die sind gerade low. Also bis auf Lulu. Morgana ist ein bisschen low. Asia ist auch ein bisschen low. Die Morgana. Elise ist auch noch nicht da. Oh, nice. Von Brand, das brennt auch schön. Ich habe einen Blue Buff, das ist gut. Ich würde gerne hier mal einen Pinkwood gut stehen. Oh, die sind alle so low! Komm! Oh, please. Jetzt sind Tower, jetzt sind sie nochmal low. Nice! Jawohl! Die Kombi. Ich sag, das Push top auch noch. Nice. Das war richtig gut, dass ich mal von oben gekommen bin. Boom. Yes! Direkt fressen, Alter. Es RIP! Oh! Silence! Nein! Boom! Yeah, die Kombination ja, funktioniert okay. Jetzt, aber Hammer. Jetzt macht er sich gerade richtig bemerkbar. Hier, nice. Tomix. Das ist der Bait. It's the perfect bait. Lol. Oh, schade. Muss knapp gewesen sein. Yo! Na! Das wäre geil gewesen, ey. Ich glaube, jetzt wird's enough, oder? Okay, die haben hier, glaube ich, auch gewartet irgendwo. Andererseits, Mana-Probleme habe ich nicht. Kappa.
Oh, der Azir Tower. Der wird uns auch nicht gut tun. Oh, aber! Fuck, Alter, die sind schon relativ schwach geworden, ey. Got it! Ne. Yes! Nice! Was war das? Eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie ich den Kill bekommen habe. Vielleicht ist sie an irgendeinem Camp gestorben oder so, weil sie Damage drauf gemacht hat. Ah doch, von dem kleinen Blubber-Fiesling vielleicht, falls sie die Q durchgeschossen hat, ich weiß es nicht. Oh man. Ja, oder wenn sie, hat sie Ulti benutzt, oder? Nee. So, dass dann einer von den Damage genommen hat und dadurch... Ah, guck mal, jetzt richtig frech, schon 200 Magieresistenz, ne? Ah, stimmt, ey. Go rein, go rein, go rein! Nice. Okay. Einfach alles passiert. Hast du den High-Pain Kappa? Wie bitte? Hast du den High-Pain Kappa? Aber meine FPS gehen gerade so in den Keller, ich muss unbedingt meinen PC aufrüsten, ey. Das ist auch, wenn ich mit Full-HD Cam aufnehme und alles versuche auf Full-HD. Das merkt mein PC schon, da muss er richtig ackern, der Kleine. Oh! Oh! Du, du hattest gerade einen befriedigenden Moment, oder? Kann man das so sagen? Das ist halt geil, wenn man Ahri mit der Ulti trifft, obwohl sie selber ultiert. Mhm, das stimmt, ja. Also befriedigender Moment confirmed. Oh, durch die Minions durch, das wäre natürlich noch besser. Poke von Xerath ist schon frech. Macht man den Tower hin. Alistair splittet. Die Kuh! Wie geil. So, ich will den Tower ehrlich gesagt gerne haben. Nice. Nochmal schön rüber da. Und! Oh, wieder habe ich nicht getroffen, das ist doch... Aber der Rest... Jawohl. Ich wollte mal testen, ob E-Flash geht. Und es geht, Mixierer. Das ist wie mit einer Ahri. Ich habe es einfach gemacht. Und nach deinem Q habe ich es direkt Damit du den Stun mega safe triffst. Mhm. Sollte man vielleicht auf Mixierer nicht so häufig wie auf eine Ahri verwenden, weil Ahri ja selber noch mit der Ulti ein bisschen Mobilität hat. Aber es funktioniert. Und es hat uns den Kill gebracht. Drache? Mhm. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen... Dragoon. Dass du dich diesen Schritt wagst, mutig, mutig. Ja, boom. Aber eins ist klar, man hat wirklich keine Mana-Probleme mehr. Das ist so sweet. Das ist so, als ob man Energieheld wäre. Nee, nicht mal. Alter, Belly, gehen die FPS in den Boden. Na, PC, nächste Woche bestelle ich mir neue CPU und Grafikkarte und alles. Ah, jetzt in den Aufnahmen, oder was? Ja, aber ich habe das schon länger bemerkt. Okay. Ich habe FPS teilweise bei unter 30. Okay, aber wenn du normal zockst, hast du es nicht oder nur wenn du aufnimmst? Also in der Aufnahme ist es auf jeden Fall schlimmer, aber wenn ich normal zocke, dann geht's meistens. Ich kenne dieses Gefühl, es gibt nichts Schlimmeres als... Oh Junge! Technische Schwierigkeiten. Junge, was zur Hölle? Eigentlich Morgana mit Hyping. Manchmal ist so ein Hyping auch gar nicht so schlecht, weil das kannst du nicht predikten. Ist das drollig, Alter. Du weißt nicht, wie sie sich bewegt, ne? Ja, stimmt. Ich hab ganz andere Bewegungen erwartet, da bleibt es auf einmal stehen.
Aber das Binding. Schon wieder, ne? Sie hittet Binding after Binding. Ja, Mann. Der Hyping scheint dir sogar zugute zu kommen. Guck mal, haut sie doch perfekt raus, Alter. Ja, Flash, da lauf mich drauf. Aber okay, 1-1. Alistair Ulti, der kann erstmal hinten stehen bleiben. Brand Regel. Tragers Go. Alter, kommt aber Damage, okay. Du. 3-2. Und ich hab mein Equip voll. Yes. 6-mal Unholy Grail. So hab ich auch noch nie gebaut. Und guck mal, man kommt trotzdem bis auf 400 Fähigkeitsstärke. Jetzt dachte ich. Jetzt kommt noch ein kleiner Trank dazu. Oh, ich kann irgendwo hin TP'en. Erstmal zusammen irgendwo hingehen, Bot oder so. Also ich bin jetzt gerade hier in der Mitte. Okay. Mir egal, Mitte oder Bot. Ich TP zu dir. Du hast jetzt gerade ganz nice gepusht hier, ne? Ich lebe aber erst in 10 Sekunden. Oh! Was? Wie hab ich den Kill jetzt bekommen? Schon wieder, ne? Hä? Schon was? Wieder. Lol. Wahrscheinlich wieder den Minion. Oh man. Ah, zum Glück tankst du. Ja, freu dich. Kannst du mal baiten, bleib mal da stehen. Ich mach von hier ein Binding. Ich hoffe ja, dass jemand von rechts kommt eigentlich. Ach was, ey. Oh, ganz starkes Kino. Ganz, ganz große Klasse, große Spitze. Spitzenklasse. Große Spitze. Du solltest häufiger das erste Spiel des Tages aufnehmen. Ja, hast du deine schönen Schabernitzel drauf? Ach klar, sie trifft mich wieder durch die Minions, Alter. Das ist schon wieder die High-Ping-Morgane. Das nennt sie nicht High-Ping, das nennt sich Hack oder... Wie hieß das nochmal, dieses... Hack and Slay? A Script, meinst du? Ja, genau. Mensch, ich kann sie aber nicht fressen. Ich kann sie nicht fressen. Aber Mike Rock. Easy, jetzt will ich mal die Stats sehen. Ich gucke mir zum ersten Mal deine Stats an. Na klar. 25,6. First time Xerath, by the way. Ja, genau. Und Hyping, oder? Mit Hyping. Und ohne Skripten, das ist krass. Meine Freundin lacht sich auch kaputt. Aber das habe ich letztens erst irgendwo gelesen. Da gab es einen Post von Riot, dass es angeblich so extrem einfach ist, an Script da ranzukommen und dass sie irgendwas dagegen machen. Also an so diese Scripting-Programme und dass sie irgendwas dagegen auch noch machen müssen. Das ist ja einfach nur, glaube ich, in den Dateien von League irgendwo ein anderes Programm reinschreiben. Zum Beispiel bei Xerath dann die Datei Xerath umschreiben. Aber keine Ahnung, wo man die Datei herkriegt. Macht das nicht! Ja, das ist doch... Außerdem, wo ist denn da der Spielspaß, hallo? Ja, das spielt ihr gar nicht mehr selber. Wahrscheinlich freut man sich, wenn man die Leute rackt, ne? Vielleicht freut man sich dann, wenn man die Leute rackt oder anderen... Es gibt wirklich die Leute, die so eine Schadensfreude haben, dass sie sich freuen, wenn andere, wenn es anderen schlecht geht. Alter. Das sind diese Leute, die im Leben selber nicht viel erreichen, weil sie sich immer nur auf das Leben von anderen konzentrieren und so. Oh, die Trap! Die Mr. McAP Trap! Und jetzt kommt der Charm. Gute Combo. Butz. Da kommt wie viel Damage die Ari nochmal. Obwohl wir. Ich bin jetzt 200 Magie-Resistance bin im Grunde. So, are you ready to rumble? Nee, das frage ich dich, obwohl du nicht Rumble spielst. Ja, komm. Nee, ich spiel Cho'Gath. Schenkelklopfer. So. Oh, die wrecken mich. Wo ist mein Stundenglas? Ich darf kein Spawn.
Und jetzt werde ich übermütig. Das sah auch cool aus. Lulu hat Alistair gerade in ein Viech verwandelt und er ultiert einfach. Und hat sich dann wieder zu einer Kuh zurückverwandelt. Oh, die Plays! Hey! Das ist auch spannend! Oh, er flasht auch! Komm! James. Boom! Komm, die habe ich auch. Lulu? Also sie will nicht mehr, oder? Da erkennt er nix. Da erkennt er nix. Oh oh, jetzt wird's wieder greedy. Ich sag euch auch nicht, dass Ari gerade respawned ist. Oh, der Brand. LOL! Sie hat geflasht! LOL! Ey, dieses Spiel ist aber geil, Alter. Richtig geil. Aber wir haben immer noch keinen Inhibitor, wir haben immer noch doch zwei Drakes, okay. Zumindest haben wir schon mal Inhibitor-Turm. Ich darf halt nicht gecatcht werden, das war my bad. Shame on me. Scheiße. Boom! Oh, Ari. Durch dich habe ich jetzt positive Stats. Endlich. Mama hat immer gesagt, lass die Finger von Drogen. Ich weiß jetzt, warte. So. Oh, voll warm in dem Zimmer, ne? Ganzes Band von Dominik. Ja, auf jeden Fall. Ja, mach die Tür bitte auf. Das ist super, Schatz, du bist ein Engel. Dankeschön. Oh, jetzt werde ich ganz rot. So, ab durch die Mitte. Ich kann nicht auf uns. Ey Junge, hatten wir jemals eine Aufnahme, wo wir so viel Schabernack getrieben haben? Ich weiß nicht. Das ist der wahre Scharmutze. Es tut auf jeden Fall ziemlich gut. Wirklich, Latten ist, habe ich gehört, gesund, ne? Ja, das habe ich auch mal gehört, aber ob es wahr ist, ne? Das ist eine andere Frage. So, Tank vor. Und. Oh. Du brauchst gar keinen Tank, ey. Ich wollte an den Minions vorbeischießen. Wo ist die Ari? Ich habe Angst, dass sie mich wieder von der Seite holt. Jetzt Q! Boom! Ganz starkes Kino, Ulti ist gut. Nice, und sie hat schon weggeultet. LOL! Vielleicht nochmal einen Treffer. Jetzt muss Mikey nur noch von. Genau, schön bockelicious! Hier, yeah, FPS gehen in den Boden. Was ist da los? PC wird aufgerüstet, das ist mein Versprechen. Oh, yo, wie sie beide dort. Alter, der Poke, wenn du einen Q triffst, dann ist es ausgechackert. Oh, nice, wenn du einen Inhibitor. Achso. Was? Ich dachte gerade, irgendwie eine Sideline-Inhibitor hätten wir bekommen. Wieso? Weiß ich auch nicht. Ich habe wirklich gerade FPS von 18 gehabt, ne? Glaubst du? Alter, manche träumen davon. Aber wie kommt das auf einmal, Alter? Mein PC hat das immer verkraftet mit 60 FPS. Jetzt auf einmal. Wow, Kraft. Geiler Catch! Guck dir das an, Alter, wie es laggt. Mein! Ist bei League schlimmer bei Overwatch? Bei Overwatch kann ich ja gar nicht auf Full HD aufnehmen, aber. Aber bei League of Legends ging es ja früher, das wundert mich. So. Hilf ich doch aber hier. Wird das ein perfektes Game mit weißer Weste ohne Tod? Ich wette, Tomek hat gecheckt, ob ich schon mal gestorben bin. Natürlich habe ich das gecheckt, aber ich habe mir das schon vorhin eigentlich angeguckt. Dass ich ein Feeder bin, wusstest du also schon. Oh.
Yo! Nein! Yo. Ich war bei Ulti! Wir beide wollten noch irgendwelche Plays machen. Nice. Also es war auf jeden Fall eine ultra heftige Schabernackrunde. Ich gucke mir nochmal kurz den Damage Graph an. Unholy Grail gegen Morello gibt es nicht viel zu sagen, außer dass Unholy Grail mehr die defensive Variante ist, die man sich holen sollte, wenn man gegen drei Appeler zum Beispiel im gegnerischen Team spielt. Ansonsten Morellos ist auch halt einfach günstiger und da jetzt gerade in Season 6 die Meta recht flott ist, braucht man wahrscheinlich eher Morellos. Das ist wohl der Hauptgrund. Ansonsten war super, super witzig. Hoffentlich hat es euch gefallen. War mal ein bisschen was anderes. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Schaut noch bei